Wir machen Lachspizza. Hallo liebe Leute, heute wieder ein Kochvideo mit meinem Baby. Und ich zeige euch mal, was so ansteht. Beton, Käse. Käse, Lachs, Mozzarella, Rucola. Ja, das war's, glaube ich, ne? Achso, Moment, für dich? Was Oliven. War? Oliven. Zwiebel haben wir vergessen. Ja, die sind noch unten. Willst du holen? Nö, ich nicht. Wieso? Bin ich die Frau oder was? Oh. Ich wollte nur sagen, lieber Cody, das ist der Beweis, ich benutze die Box. Sie funktioniert einwandfrei. So, ich benutze auch die Linse, aber das siehst du natürlich jetzt nicht. Es sei denn, ich filme mich im Spiegel. Aber ihr habt jetzt gesehen, die Pizza ist soweit fertig. Jetzt nicht so viel gefilmt von dem Prozess selber, aber... Es war auch die faulen Variante, also mit dem Fertigteil. Ja, man muss auch schon sagen, das ist nicht wirklich Kochen. Aber ich finde es immer noch schön, wenn man zusammen einkaufen geht dafür. Und wenn man das dann, ich habe mal die Zwiebeln geschnitten, ich habe die Tomaten geschnitten, ich habe die nicht gut geschnitten, aber was soll's. Und du hast den Salat gewaschen. Rucola, genau, habe ich gewaschen. Also, also habe ich mir das Essen verdient. Heute ist sowieso Freitag, heute ist Cheat Day. Von daher kann man sich das schon gönnen. Und das ist immer noch besser als das zu kaufen, oder? Was würdest du sagen? Ja. Ja? Von daher... ist eigentlich gut für die Beziehung, so ein bisschen zusammen zu kochen, wenn man sonst nicht weiß, was man zusammen tun kann. Ne? So außer Brettspiele spielen und so weiter. Und Fernsehen, ja. Und Fernsehen und so weiter. Ja, natürlich, es geht auch gesünder, es geht auch noch fettiger, es geht auch noch aufwendiger, aber ich dachte mir, einige Zuschauer hatten gesagt, ja, kannst du mal wieder machen? Okay, mache ich halt für euch. Beim nächsten Mal können wir auch was Gesundes kochen. Ja, was Gesundes, Aufwendiges. Also deswegen, es ist nicht wirklich ein Let's Cook, muss ich sagen, weil es auch nicht so gesund ist, aber immerhin... Wir haben uns bewegt, wir waren einkaufen. Mit dem Fahrrad sogar. Mit dem Fahrrad sogar, ja, genau. Haben auch sogar bezahlt. Von daher, aber das mögen wir beide, ne? Ja. Wir kochen. Mhm. Ist schön, wenn man das öfters machen kann. Man hat nicht immer die Zeit, aber ich finde, einmal in der Woche kann man das schon machen. Minimum. Ja. So am Wochenende hat man ja mehr Zeit. Ich bin auch nicht der Fan von 5 Stunden der Küche oder 3 Stunden nur für ein Gericht, aber das hat jetzt nicht so lange gedauert, ne? Nö. Wie lange? Viertelstunde? 20 Minuten? Ja. Einkaufen lassen wir mal aus. Man muss eh einkaufen, also von daher. Das ist egal, ob man gesunde Sachen kauft oder ungesund. Ja. Also von daher müssen wir jetzt nur noch warten. Es ist im Ofen. Und dann sind wir mal gespannt, wie es schmeckt. Lachs vor allen Dingen auf der Pizza. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal auf der Pizza gegessen habe. Ich meine, Lachs habe ich so schon gegessen. Lachs im Rührei ist auch lecker. Aber... Oh, erzähl weiter. Erzähl mir, hör nicht auf. Geh weiter. Warum sagst du es vor der Kamera? Du weißt doch, dass wir das antönt. Ja. Ja. Ja, mal gucken, ob das schmeckt. Aber Lachs in der Lasagne ist auch gut. Lachs in der Lachs und Lasagne. Lala, Lachs, Lasagne, Lachs, Lasagne. Lala, lala, lala. Nee, aber wir warten erstmal ab und dann zeigen wir gleich das Ergebnis. Oh, ein bisschen wackeln. Lalalala. Hast du noch was? Nein. Pizza? Okay. Ja, dann nicht. Ich hoffe, sie wird knusprig. Denk mal schon. Knackig, so wie ich. Mhm. Okay. Was denn sonst? Oh mein Gott, das ist so wunderschön. Ah, endlich hat das Leben wieder einen Sinn. Aber ihr habt ja wohl nicht gedacht, dass das allein mein Cheat Day ist. Okay, die linke Hälfte gehört mir, ne? Die rechte Hälfte ist deine, ne? Mhm. Danach gönnen wir uns. Ja, ihr habt gedacht, das war's schon? Nein. Ihr habt gedacht, das war's schon? Habt ihr gedacht, das war's schon? Ja, okay. Und dann noch was zu trinken. Arschbrause. Gedacht, das war alles? Ja, das ist dann alles gewesen. Also wenn Cheat Day, dann schon richtig. Und dazu möchte ich noch sagen, vielleicht denkt jetzt einer, oh, ist voll ungesund, oh, du stirbst noch. Ja, wir sterben alle. Aber genauso wie ein Tag gesunde Ernährung nicht schlank macht, wird auch ein Tag schlechte Ernährung euch nicht fett machen, wenn ihr sonst den Rest der Woche diszipliniert seid und ordentlich Sport macht. Ja, also macht euch keine Sorgen wegen des Herzinfarktes, den kriege ich noch früh genug. So oder so. Aber nicht, dass man sich komplett... einschränken, oh nein, ich esse nicht mehr. Morgen ist vorbei, okay, eigentlich nicht. Ich bin dann etwas lockerer, aber ich mache ja immer noch Sport. Das heißt, man muss auch ein bisschen
ich sag mal, die Waage halten. Sonst, wenn man dann komplett abdriftet und dann sagt, jetzt lasse ich mich gehen und dann nehme ich 5 Kilo zu, statt irgendwie zwischendurch mal am Wochenende über die Stränge zu schlagen ein wenig. Das ist auf lange Sicht viel gesünder. Was sagt die Ärztin? Ja, das sehe ich ja genauso. Ja, gut. Ich habe die Bestätigung wissenschaftlich bewiesen. Also wünschen wir uns jetzt guten Appetit. Ja. Euer Beton. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Better, better, we're so much better together. Yeah. Better, better, we're so much better.